bedeutet Resilienz, Burnout für Unternehmen und für Führungskräfte? Und meine erste Frage ist, wie bezeichnet denn ein Unternehmen oder ein Konzern dieses ganze Thema Resilienz? Was bedeutet das denn einfach für so ein Unternehmen? Heißt das nicht einfach, die Leute sollten nur tough sein und möglichst viel einstecken können? Das sind doch gute. Also das geht sehr stark in die Richtung, wie die Diskussion auch bisher gelaufen ist. Also es gibt so diese Grundhaltung von, wenn ich resilient bin, dann bin ich tough. Dann halte ich viel aus, dann kann ich viel einstecken. Du hast eben erzählt, in deiner Rolle als Abteilungsleiterin, das war genau dasselbe. Du hast gesehen, was machen die anderen. Ich mache es ganz genau so. Und dieser Begriff, der tauchte in der Literatur früher schon auf als Hardiness. Das war so ein Begriff. Du brauchst einfach so eine Härte. Und das Interessante daran ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen ich bin hart zu mir selbst, mehr ist besser, ich trainiere drüber, sowas, und ich bin bewusst und nehme mich bewusst wahr, ja, wo ich sozusagen gerade stehe, was ich brauche. Und das ist so der wesentliche Unterschied zwischen jemandem, der immer weiter marschiert, bis er dann irgendwann an der Wand angelangt ist, die er noch nie gesehen hat und langsam bröselt. Und jemand, der merkt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich eine Auszeit, oder jetzt muss ich für mich sorgen. Ja? Und die Unterscheidung, wo auch zum Thema, wie kann ich mit psychometrischen oder Persönlichkeitsinstrumenten reingreifen, da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Persönlichkeitsinstrumente nur eine einzige Dimension von Resilienz messen. Ja? Und es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ich kann mit einem Persönlichkeitsprofil, sei es Weißprofil oder sei es ein Big Five-Persönlichkeitsinstrument, kann ich eine Disposition feststellen. Ich kann Risikofaktoren, ich kann Schutzfaktoren feststellen, aber ich kann nicht sagen, diese Person kriegt einen Burnout oder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall und diese Person kriegt es nicht. Von daher sollte man das auch nicht überbewerten. Also weder ist eine Positivkonstellation ein kompletter Persilschein, noch ist eine Risikokonstellation ein komplettes Urteil dafür, ja, und da gibt es das zu unterscheiden. Im Unternehmenskontext ist außerdem noch wichtig zu verstehen, dass Resilienz ist keine einzige oder allein individuelle Disposition. Also es ist nicht nur, ich bin jetzt resilient und jetzt kann mit mir alles passieren, ich bin Superman sozusagen, sondern es hängt auch damit zusammen, und Markus brachte das eben als Beispiel, eben in was für einem Umfeld bin ich. Das heißt, Resilienz ist immer ein Resultat eines Anpassungsprozesses eines Menschen an seine Umfeld, an seine Umwelt. Ich kann mit einem Chef oder in einer Abteilung kann es mir super gehen und ich bringe Hochleistung und arbeite wie ein Wolf und es geht mir gut dabei. Und ich kann in einer anderen Abteilung mit einem anderen Chef oder mit anderen Kollegen nur die Hälfte davon arbeiten und ich leide darunter wie ein Tier. Ja? Also es ist wirklich diese Anpassungsleistung, und von daher ist es auch nicht, Resilienz ist kein statischer Zustand, ich bin resilient, Stempel drauf, kann weiter, sondern es ist ein dynamischer Prozess. Ja? Es ist so wie, also ich kann es lernen. So ist es, das ist der wichtige Punkt dabei. Ich kann es lernen und ich bin sogar, wenn ich sozusagen so aufgestellt bin, dass ich von Natur aus, sagen wir, emotionale Ruhe, also ich brauche wenig Sicherheit, ich brauche wenig Stabilität, ja? Wenn das so die Messgröße ist, das kann sogar ein Flug sein. Also ich möchte ein Beispiel erzählen aus meiner eigenen Historie. Also ich war bei Bombardier Transportation, war zuständig für den weltweiten Rollout von SAP, hatte 200 Leute unter mir, 20 Millionen Budget, sehr sichtbar. Das war immer das Budget Nummer 1. Und ich hatte 4 Projekte parallel in verschiedenen europäischen Ländern, 8 Flüge die Woche. Ich fühlte mich super. Ja? Job of my life, absolut, Status hoch und konnte mich da richtig austoben, hatte meine Leute, hatte also viel Anerkennung, das war richtig toll. Hatte über einen Zeitraum von 5 Jahren 6 CIOs, also 6 Chefs, die gesagt haben, also 6-mal ein Wechsel. Und jedes Mal wieder diese Anpassungsleistung, was macht ihr da mit dem vielen Geld, wieso macht ihr das so, wieso macht ihr das nicht anders. Ja, und das war, da war also sehr schön zu sehen, was in einer Konstellation funktioniert in einer anderen nicht. Und dann auch so dieses, also ich habe Anerkennung hoch, auch irgendwie ist das so ein Ding mit dem Triathlon, also ich war damals auch, das war 2006, das heißt, ich habe irgendwie 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet und dann auch um 5 Uhr morgens aufgestanden und gelaufen und abends noch geschwommen und am Wochenende die langen Radausfahrten gemacht.
und habe dann tatsächlich auch den Ironman noch gemacht und so. Und irgendwann, parallel im Hintergrund, kam so eine Mobbing-Situation auf, also wo man im Headquarter sozusagen an meinem Stuhl sägte. Und da war für mich so ein Aha-Erlebnis. Eines Morgens bin ich aufgewacht und konnte auf ein Ohr nichts mehr hören. Da hatte ich einen Hörsturz. Und das war so ein Gefühl von, wow, das ist jetzt wirklich übel. Ja? Also das ist jetzt totaler Kontrollverlust. Was mache ich jetzt? Ja? Wie kann ich um? Und diese natürlichen Mechanismen, mehr ist besser und drüber trainieren, und das war alles da. Ja? Also ich kann jetzt nicht die Säge in meinem Stuhl und ich darf jetzt nicht krank sein. Und irgendwann sagte dann der Körper so, also, oder der Arzt, Gott sei Dank, sagte der Arzt, also entweder du lässt dich jetzt krank schreiben und du kriegst Infusionen und du liest keine E-Mails, oder aber das mit dem Ohr, das bleibt so. Das war relativ hilfreich, ja, sozusagen, okay, dann kümmere ich mich vielleicht doch mal um mich. Aber es ist so, also gerade wenn ich eine gewisse Konstellation habe und ambitioniert bin, verrenne ich mich als Manager auch in solchen Situationen, wo ich irgendwann denke, das, was ich tue, ist wirklich lebenswichtig. Ja? Und wenn ich mit Managern oder wenn wir mit Managern arbeiten, dann hast du wirklich das Gefühl, es geht um Leben und Tod. Da ist derselbe Zahntiger hinter der Ecke, ja? In Form vom nächsten Lenkungsausschuss oder sowas. Es geht um die Wurst, die Höhe, ja, um dessen, um was es eigentlich geht. Ja? Und dann bläst sich das Ganze eben so auf. Genau. Ist das so deine Frage? Ja, ja, und ich kann das auch bestätigen, weil genau die Leute sitzen vor uns im Coaching. Ja. Da haben sie das Gefühl, es ist ganz viel verbrannte Erde hinterlassen worden, oder wenn sie da jetzt nicht, dann ist es das Ende. Aber es ist sauschwer, sie auch wirklich wieder nach oben zurückzuholen, mental. Das ist alles nicht so dramatisch. Das hat nichts mit Leben und Tod zu tun. Das ist kein Säbelzahntiger. Genau. Ich glaube, das unterscheidet dann auch einen guten von einem weniger guten Coach. Es gibt, das weiß ich mittlerweile, auch durch ein bisschen Recherche, was dich anbelangt, lieber Carsten, sogenannte 7 Resilienzfaktoren. Kannst du uns dazu mal was sagen? Kann ich gerne machen, wenn ich das Ding zum Laufen bringe. Das wird es mal irgendwie schaffen. Ja, ich würde gerne noch so ein bisschen ausholen zu der Frage. Also das, ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, also häufig denken wir sind resilient und alle anderen sind nicht resilient und denen müssen wir helfen. Das ist ein Trugschluss. Ja? Also wir haben alle eine gewisse Resilienz, sonst wären wir heute nicht hier, und alle, die zu uns kommen, haben auch eine gewisse Resilienz, sonst hätten sie die Schule nie geschafft. Das heißt, das ist eine Kompetenz, die ist da. Es ist nur eine Frage, in welchem Maße ist sie sozusagen aktivierbar. Und was passiert ist, wenn ich mich sozusagen im Normalzustand bewege, dann geht es halt immer so auf und ab, wie Markus sagte. Also natürlich hat man immer Phasen von Niedergestimmtsein, deswegen bin ich nicht gleich depressiv. Und dann passieren Dinge, die sind dann, sagen wir mal, eine Krise. Ja, das heißt, Chef wechselt, Projekt wird gestoppt, Kunde springt ab, ich werde kritisiert öffentlich. Alles, was in meiner Motivkonstellation, in meiner Persönlichkeitsstruktur eben als eine Krise auslöst. Und was dann passiert, ist ein Leistungsabfall. Ja, also das heißt, ich werde weniger leistungsfähig. Das passiert durch Tunnelblick, wurde genannt. Ja, ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren, ich bin abwesend, ich bin innerlich in meinem emotionalen Zirkus irgendwie unterwegs. Und dann ist der Unterschied, was passiert dann? Entweder bleibe ich auf diesem Niveau, das heißt, ich komme in so eine Art dauerhaften, niedergedrückten Zustand, das wird dann irgendwann zu einer Depression, oder aber ich komme aus dieser Phase wieder hoch und komme wieder auf den alten Zustand. Das ist dann sozusagen die Erholungsphase, ja, das ist das, was wir immer wieder erleben. Und es gibt halt eben auch das Phänomen, dass ich, Markus nannte eben den Begriff der Superkompensation aus dem Sport, also das heißt, wenn ich Trainingsreize habe, wenn ich Stress, Training ist ja nichts anderes als Stress. Wenn ich Stress habe und habe sozusagen die richtige Erholungsphase, dann kommt danach das Wachstum, die Superkompensation, und in der Psychologie nennt man das eben posttraumatisches Wachstum, also posttraumatic growth. Das kann halt eben auch passieren. Und das ist eigentlich der faszinierende Teil davon. Und wenn ich mir anschaue, nochmal so ein Bild zum Thema Härte und Bewusstheit, ja, weil das eben was Wichtiges ist. Ein Vortrag zum Thema Resilienz, den ich mal gehört habe, zeigt einen Leuchtturm, oder da war die Vortragende sagte, wenn man resilient ist, dann ist man so wie dieser Leuchtturm. Ein Fels in der Brandung.
Und das fand ich sehr spannend und habe mich mal auf die Suche gemacht, wo kommen denn diese Bilder eigentlich her? Und das ist eine Bilderserie aus dem Stern und zeigt das, den Leuchtturm Le Jumont in der französischen Atlantikküste. In dem Situation ist der Fotograf im Hubschrauber und fliegt diesen Leuchtturm an. Da steht dieser Leuchtturmwärter, der ist ein bisschen gelangweilt, denkt sich, was macht denn der Hubschrauber da und guckt den an. Kannst du es auch mit dem Pointer zeigen, weil ich die meisten erkennen es. Ne? Also, ich weiß, das Bild aber. Also hier ist dieser Typ, ja? Das ist das Fundament vom Leuchtturm. Und hier steht der Leuchtturm hoch und der Hubschrauber fliegt dann irgendwo da, wo ihr jetzt gerade sitzt. Ja? So. Und das Bild geht aber weiter, es ist eine Bilderserie. Und was man jetzt nicht so gut sieht, ist, dass da im Hintergrund eine Riesenwelle angerauscht kommt, die also den Leuchtturmwärter, wäre er dort stehen geblieben, weggewischt hätte. Also da die Aussage, wenn ich versuche hart zu sein, dann ist es eine Frage der Zeit, bis irgendetwas härter ist. Ja? Also das heißt, Härte ist nicht die Lösung. Und das passiert eben, wurde ja auch eben genannt, Leute, die voll im Leben stehen, die voll im Saft stehen, die quasi aus vollem Lauf weggewischt werden, dann war irgendetwas härter. Ja? Sondern es geht darum, die Unterscheidung zwischen Härte und Bewusstheit. Und das habe ich hier mal aufgeführt, die Dimension gerade zu vorlesen, also auf der einen Seite Selbststeuerung und Disziplin ist die eine Dimension, die Abwesenheit davon, Reflexionsfähigkeit und fehlende Reflexionsfähigkeit. Und der Unterschied ist halt eben, wenn ich zu sehr auf der unreflektierten Disziplinseite bin, dann entwickle ich Härte. Ja? Und wenn ich auf der bewussten Ebene bin und kriege eben mit, wo ich stehe, dann entwickle ich Resilienz. Und das ist der wesentliche Unterschied. Also eine Disziplin gekoppelt mit, was brauche ich jetzt eigentlich gerade, wo stehe ich gerade. Ja? Wenn du sagst Härte und Resilienz als zwei Pole, dann fällt mir ein, das Gegenteil von Härte oder der Gegenpol von Härte ist für mich weich sein, emotional sein, sensibel sein, zulassen, was aber in der Wirtschaftswelt ja eher kritisch gesehen wird. Ne? Also ich bin so groß geworden, ne, man zeigt keine Gefühle am Arbeitsplatz und heulen ist sowieso noch was für Mädchen, und, ja, was uns ja letztendlich härter gemacht hat. Und wenn du genügend auf die Fresse bekommen hast in deinem Leben, dann macht dich das härter. Härter auch widerständig zu sein gegen neue Verletzungen. Also, was ist denn dann, oder wie kann man denn Resilienz noch anders beschreiben, wenn es nicht Härte ist? Ja, also es ist, ich habe mich viel damit beschäftigt, was gibt es denn wirklich für empirische Untersuchungen dazu? Und eine Studie war total spannend, und zwar ist das die Studie von Lewis Terman. Das ist in der Geschichte der Psychologie die längste Längsschnittstudie der Welt. Und zwar beginnt die 1921. Terman hat über 1500 Kinder ausgesucht oder sich nominieren lassen, die er also über ihr Leben lang begleiten wollte. Das nennt man Längsschnittstudie, also dass man zu mehreren Zeitpunkten guckt, wie geht es denen. Und das hat er gemacht bis 1956. 1956 starb er. Dann hat das einer seiner Schüler quasi übernommen. Und es wurde dann weitergeführt. Und in den 80er Jahren ist dann auch der verstorben. Und dann geriet das irgendwann in Vergessenheit. Und wurde dann von den zwei Psychologen Howard und Friedman in den 90er Jahren entdeckt. Ausgebuddelt sozusagen. Die haben gesagt, wow, was ist denn das für ein Schatz? Und haben die Studie sozusagen fortgeführt bis 2011. Und haben dann das Buch The Longevity Project veröffentlicht darüber und haben so dann geschaut, okay, das sind 90 Jahre. Ja, über 90 Jahre haben die Menschen begleitet und ihre Persönlichkeit studiert, was hat zu Erfolg geführt, was hat zu Karriere geführt, was hat zu einem langen und zufriedenen Leben geführt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der sozusagen an Nummer 1 steht, ist der Begriff Disziplin. Etwas, was ja eher kontraintuitiv ist, wo man denkt, wow, Disziplin. Das klingt ja jetzt nicht so nach Spaß, ja? Aber genau diese Fähigkeit, Disziplin, also an etwas dran zu bleiben, hartnäckig zu sein und etwas zu haben, für das es sich lohnt. Also diese Kombination von, ich gehe für was, also ich setze mich für irgendwas ein, ich habe dann ein höheres Ziel und das ist typischerweise nicht mein Erfolg, sondern das ist meine Familie, meine Firma, meine Community, also sich für etwas einsetzen, was größer ist als man selbst. Gekoppelt mit Disziplin, das, also neben vielen anderen Faktoren, waren das die Faktoren, die zu einem langen und
sagen wir mal, soweit man das messen kann, auch glücklichen und zufriedenen Leben geführt haben. Also von daher, Disziplin ist ein ganz wichtiger Faktor. Und der zweite Faktor im Bereich der Resilienzforschung ist der Faktor, eben ein Wissen darüber zu haben, wie es mir geht. Mitzubekommen, wie es mir geht. Du hast eben gesagt, wir gehen im Coaching aus dem Bereich reine Kognition Richtung Emotionen. Ich würde noch weitergehen, und da würde ich da auf Heinz aufbauen, Kognition, Emotion und Körperlichkeit. Diese drei gehören zusammen. Und in unserer Sozialisation, in der Geschichte, ist das immer getrennt worden. Und viel, also ich nehme mich da nicht aus, also so die Wahrnehmung des Körpers und so das Reinspüren, und das wird dann gerne so mit, ja, ich habe mein Strickzeug, mein Teebeutel, komm, wir gehen meditieren, so, oder wir gehen Bäume umarmen, und das wird dann gerade im Managementkreis sehr, sehr respektierlich behandelt, aber de facto ist das einer der Wege. Ich muss wieder Covid zitieren, physisch, emotional, sozial, mental und spirituell. Und ich mache ja sehr viel die sieben Wege zur Effektivität in großen Konzernen, und spirituell, da kommt nämlich schon ganz schräg an. Ne? Und dann sage ich mal, ja, jeder hat seine eigene Spiritualität. Das ist nicht, ne? Für den einen ist es die Meditation, für den anderen ist es der Glaube, für den nächsten ist es die Natur oder Musik. Also, oder die Festpromille. Ja, also, aber das ist genau das, wo die Unternehmen immer noch so ein bisschen zu, und ich sage, es ist alles so esoterisch. Ja, genau. Aber denkst du uns noch die anderen Faktoren? Also wäre Disziplin einer der sieben Faktoren? Habe ich das richtig verstanden? Disziplin gehört dazu, das gehört zum Thema Haltung. Mhm. Ich komme da gleich drauf. Einen Satz noch, wie man sich so Resilienz verdeutlichen kann. Das hier ist, vielleicht kennt das jemand, das ist das zweitgrößte Gebäude der Welt, Taipei 101 in Taiwan. In Taiwan bebt immer wieder mal die Erde. So, und wenn die Erde bebt, dann ist das sowas wie die Krise, ne? Dann ist das sowas wie neuer Chef, Projekt wird gestoppt, etc. Was macht so ein Hochhaus eigentlich, um nicht umzufallen? Genau, so, es wird eben nicht nur steif und fest und noch mehr Beton und noch mehr Stahl gebaut, sondern im 96. Stock hängt in diesem Hochhaus eine 600 Tonnen schwere Stahlkugel auf Stoßdämpfern. Das heißt, wenn das Gebäude erschüttert wird, dann werden dort durch dieses Schwingen der Kuppel wird quasi verhindert, dass das Gebäude sich aufschaufelt. Und das finde ich ein ganz schönes Bild, weil das so sagt, Resilienz ist eine aktive Tätigkeit. Ich habe das nicht, ich habe das nicht für immer, ich kann das immer erwerben, aber ich muss es immer wieder praktizieren, und jedes Mal, wenn ein Erdbeben kommt, muss ich mich wieder neu dafür sorgen, dass ich mich nicht aufschaufe. Ne? Das ist der wichtige Teil. Und diese sieben Säulen der Resilienz, die kommen aus einer Denkschule, die nennt sich positive Psychologie. Also Reibich und Chaté, die haben das gegründet. Und das geht zurück auf die Arbeit von Martin Seligmann. Und das ist valide, absolut valide, aber die waren relativ früh. Und wenn man früh ist, besetzt man sozusagen den Markt. Und dann hat man das Buch, und dann alle anderen schreiben davon ab. Der Punkt ist hier, Es greift nur an einem wirklichen Faktor an, das ist sozusagen, wie ich denke. Also da drin sind solche Sachen wie meine inneren Eisberge, also meine Denkfallen, wenn ich mal wieder in so automatischen Denkmuster komme. Und wir haben ein Modell entwickelt, dass das inkludiert, also dass das mit berücksichtigt, aber ganzheitlich an die Sachen angeht. Das würde ich gerne kurz mal vorstellen, wenn ich das hier richtig hinkriege. Die erste Ebene, die unterste Ebene ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist sozusagen der Kern der Resilienz. Also das ist so, wie ist Resilienz aufgebaut? Und die Persönlichkeit, das ist das, was wir mit Reisprofilen erfassen. Reisprofil ist aber unter uns gesprochen in Sachen Forschung nicht besonders belegt. Ja. Wenn ich in Richtung gehe, was ist eigentlich valide, was kann man wirklich wissenschaftlich nachweisen, dann müssen wir in die Ebene der Big Five Persönlichkeitsfaktoren gehen. Also Neurotizismus, Extraversion, Introversion, Fokussierung und Nummer 5 fällt mir jetzt gerade nicht ein. Openness. Bitte? Openness. Also genau, Openness von. Genau. Und diese fünf Faktoren lassen tatsächlich eine ganz gute Vorhersagbarkeit zu, aber auch nur in Bezug auf Schutzfaktoren und Risikofaktoren. Keine absolute Aussage sozusagen. Dann gibt es auch noch weitere, und das ist mindestens genauso wichtig. Das nächste ist die Ebene der Biografie.
Also wie bewerte ich mein Leben? Wie schaue ich auf mein Leben? Ist mein Leben eine Ansammlung von Misserfolgen, wo alles schiefgelaufen ist, ich hatte eine schwere Kindheit und deswegen bin ich so, wie ich bin, so, diese, vielleicht auch, was meine Haltung beeinflusst, oder bin ich mit meinem Leben im Reinen, bin ich zufrieden und sage, ja, ich hatte alles, was ich brauchte und ich bin gut rausgekommen und das war okay, ja, es war nicht immer einfach. Es gibt ja was dazwischen. Genau. Und dieses eben zu bewerten und zu beleuchten. Ja? Also manche haben sagen, ich habe eine super Kindheit gehabt, alles gut, und manche haben halt sehr stark damit. Und da ist ein Aspekt von, wo fließt eigentlich Energie ab. Der weitere Punkt ist so das Thema Haltung. Ja? Also, und das ist ja was, wo wir im Coaching sehr stark daran arbeiten, mit welcher Haltung gehe ich mit einem Problem um. Also eben wurde auch gesagt, es geht nicht so sehr um die absolute Menge an Stress, sondern es geht darum, wie ich diesen Stress, wie ich diese Ereignisse im Außen bewerte. Nehme ich die als entweder, das ist eine Herausforderung, das mobilisiert alle meine Ressourcen, ich schütte Adrenalin aus, ich komme in Flow, ja, und ich gehe raus. Oder ist das was, wo ich sage, das schaffe ich niemals, das ist unmöglich, ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus und das ist so der Unterschied. Und es ist erstaunlich, gerade im Managementbereich, wie sehr auch in Top-Management-Bereich das Thema Haltung eine Rolle spielt und wo Top-Manager auch im Opfer sind. Ja, also in einer Opferhaltung, ich kann ja nichts machen, das wurde vom Vorstand so beschlossen und jetzt müssen wir damit irgendwie umgehen und dann aber auch da nicht wieder rauskommen. Und wenn ich in so einer Opferhaltung bin, das ist halt kein besonders ressourcenreicher Zustand, dann bin ich sehr, sehr angreifbar. Und dann bin ich sozusagen nicht mehr, dann ziehe ich nicht mehr den Zug, sondern werde hinter dem Zug hinterher geschleift. Und das ist halt, das gilt es zu vermeiden, da möglichst schnell wieder rauszukommen. Und um das zu steuern, dafür gibt es Ressourcen. Ja, welche Ressourcen habe ich? Und da haben wir eine Methode entwickelt, mit Managern Ressourcen zu erarbeiten, die ihnen helfen, auf der einen Seite Stress aus dem System zu bekommen. Also gerade im Management sehr verbreitet ist natürlich Sport. Aber Sport ist auch eine Falle, weil Sport natürlich auch das Motiv Anerkennung und Status und alles was bedienen kann. Und ich dann quasi den Stress, den ich auf Job habe, auf Arbeit habe, den mache ich dann auf der Laufstrecke auch noch weiter. Ja? Aber wo kann ich wirklich aktiv meinen Adrenalin-Level, meine Cortisol-Ausschüttung, wo kann ich das aktiv steuern? Wie komme ich runter? Oder in solchen Situationen, wie fahre ich mich auch hoch? Ja? Was für Tools und Techniken habe ich entwickelt, um mich besser zu managen? Also all das sind Ressourcen. Oder auch, wie gehe ich mit Energiefressern um? Ne? Wie gehe ich mit Menschen um, wo ich mich nachher schlechter fühle, als ich mich vorher der Begegnung gefühlt habe. All das sind Ressourcen, die wir kultivieren. Und das ist in dem Modell quasi so aufgebaut, je einfacher ich es beeinflussen kann, desto eher ist es weiter aus. Also Ressourcen gehören so dazu. Der weitere Punkt, und in diese sieben Säulen, die sind halt sehr stark in dem Bereich Haltung verortet. Ne? Also von daher sage ich, das ist alles wichtig. Neuroimagination ist absolut valide und ist in diesem Modell auch mit drin. Da aber dieses Thema Meditation und Mindfulness in Managerkreisen nicht so gut ankommt, haben wir das Thema Gehirn-Körperachse genannt, weil es so, ne, schön wissenschaftlich ist. Aber letztlich ist genau dasselbe dahinter. Mit meiner Art zu denken steuere ich meinen Neurotransmitterhaushalt im Gehirn, damit steuere ich meinen Hormonhaushalt. Damit steuere ich meinen Körper. Und umgekehrt, der Körper, mit meiner Haltung, ob ich jetzt Sport mache, steuere ich auch mein Gehirn, wie ich denke. Das heißt, da ist alles miteinander in Wechselwirkung. Und eben wurde das Thema Herzratenvariabilität angesprochen. Das ist beispielsweise was wir in dieser Methode erfassen. Ja, also das ist mittlerweile in recht unaufwendiger Weise. Das kann man auf iPhone, gibt es Apps, die einigermaßen okay sind, wo man den Puls sozusagen misst und wo man gleich eine Rückmeldung geben kann. Herzratenvariabilität, schau, so sieht es aus. Ne? Da kann man sagen, ich fühle mich gut, das Ding sagt aber, du fühlst dich nicht gut. Und dann hat man schon mal eine Verprobung von, kriege ich überhaupt mit, was zwischen meinen Ohren los ist, kriege ich mit, was unterhalb meiner Halsbrause los ist, oder ist das hier mehr so ein Transportmittel, ja, für das Ding da oben oder ein Anschauungsobjekt. Aber bin ich in Kontakt oder nicht? Ja? Das ist so das Wesentliche. Und ein anderes Thema, was sehr, sehr wichtig ist, wurde auch schon angesprochen, das Thema Beziehungen. Also inwieweit habe ich jemanden, wo ich der sein kann, der ich wirklich bin. Wenn ich im Job bin, wenn ich Manager bin, dann kann ich nicht zu meinen Mitarbeitern sagen, wisst ihr was, ich habe auch keine Ahnung, ich habe eigentlich Angst. Das kommt irgendwie nicht so wahnsinnig gut an, das erzeugt Stress in der Belegschaft. Ja? Aber trotzdem ist ein Manager nur ein Mensch.
Also das heißt, wie geht denn der damit um? Hat der keine Angst? Das wäre ja pathologisch. Also irgendwo muss der auch damit hin. Und da gibt es auch Untersuchungen zum Thema Critical Leader Relationships. Also wo gibt es sozusagen stabilisierende Faktoren, wo auch ein Manager, eine Managerin sagen kann, ich weiß jetzt echt nicht weiter. Und der Grund, warum die Coaching-Branche boomt, ist unter anderem, dass es diese Beziehung nicht mehr gibt. Ja? Also ich habe halt eben in vielen Managementkreisen, das ist halt eben ein Haifischbecken. Da gehe ich halt nicht zu einem Kollegen und sage, du, hast du mal einen Rat für mich? Also es sei denn, ich habe ein super Vertrauen zu dem. Also von daher, da ist etwas, was von vielen, gerade auch von Männern, nicht besonders gut kultiviert sind. Männer sind nicht gut im Ratschen. Ja? Die rufen an, wenn sie was wollen. Aber die sagen nicht, hier, komm, lass uns mal reden. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und die letzte Dimension eben, und da kommen wir zu dem, was du eben sagst, ist Spiritualität. Hier heißt es Sinn. Also wo kommt etwas, was größer ist als ich, was mir wichtiger ist, was mir Sinn gibt? Da gibt es sehr, sehr faszinierende Forschung im Bereich der eben Sinnforschung an der Uni Innsbruck. Was gibt es da für sinnstiftende Elemente? Und letztlich, also Resilienz ist ein sehr, sehr so luftiges Konzept. Man kann nicht sagen, man macht das, man macht das, man macht das, sondern es gibt viele richtige Wege. Und das ist sozusagen ein Modell, was versucht, alle richtigen Wege miteinander in Verbindung zu bringen. Also wenn ich mich gut ernähre, dann arbeite ich an meiner Resilienz. Wenn ich mit Biofeedback arbeite, arbeite ich an meiner Resilienz. Wenn ich innere Glaubenssätze bearbeite, dann arbeite ich an meiner Resilienz. Und wenn ich darauf schaue, wie ist meine Persönlichkeit aufgestellt, dann tue ich das auch. Und sozusagen diese ganze Ebene, das gut aufzurichten, das ist eigentlich so eine gute Methode. Ist das eine Priorisierung der Punkte, was Sinn das Wichtigste ist oder Persönlichkeit das Wichtigste ist? Oder ist das, geht es einfach nur von der Persönlichkeit aus und die anderen Sachen spielen gleichberechtigt eine Rolle? In meiner Erfahrung ist es so, dass es keine Priorisierung gibt, sondern das ist pro Person. Es gibt eine Priorisierung, aber die ist für jede Person anders. Das ist so formuliert wahrscheinlich. Ja, das ist individuell. Ja. Also für manche Menschen ist das Thema Sinn sehr wichtig. Ja, ohne Sinn geht es auch für keinen. Ne? Ja, sollte man meinen, aber das ist nicht so. Also gerade da gibt die Tatjana Tausch von der Uni, also Professor Tatjana Tausch von der Uni Innsbruck, hat dazu viel geforscht. Und die Logotherapie, Viktor Frankl, er hat ja damals gesagt, wer keinen Sinn im Leben sieht, der ist krank, der ist des Lebens krank. Das nennt sich eine neurogene Neurose. Und Tatjana Tausch hat das statistisch untersucht und hat festgestellt, dass um die 40% der Bevölkerung eigentlich keinen Sinn in ihrem Leben sehen, ist aber auch kein Problem für sie. Ja. Also das ist dann vielleicht ein etwas flacheres Leben, ja, weniger Höhen und Tiefen, aber wer sind wir, das zu beurteilen? Ja. Aber denen geht es gut damit. Also von daher, für manche Menschen geht es auf gar keinen Fall um. Für andere ist es vielleicht ganz okay. Ja, also da muss man, glaube ich, auch so demütig drauf schauen, wie ist diese Person aufgestellt, was braucht die und wo kann ich da am besten ansetzen. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere eigene Brille dann absetzen, ne, und nicht mit unserer Wertigkeit reingehen. Ja, weil für jeden muss doch das Leben sinnvoll sein. Ja, das ist schon eine Wertung. Und schon, ne, ist die Andersartigkeit bewertet und das ist genau das, was wir ja vermeiden haben. Nina? Eigentlich schon seit der ganzen, als ich das erste Mal mit dem Thema Burnout so in Berührung gekommen bin, warum ist das heute so präsent und warum hat hier meine Großelterngeneration, also die wäre wahrscheinlich niemals im Leben drauf gekommen, abends zu sagen, dann Hausaufbau und ich weiß nicht was, und das ist so anstrengend, ich glaube, ich habe eine depressive Verstimmung. Ich hätte jetzt spontan gesagt, die hatten einen Sinn. Also da frage ich mich mehr, geht es mir gut, geht es mir nicht gut, habe ich Lust aufzustehen, wenn ich weiß, ich muss mich wirklich darum kümmern, was zu essen zu haben, Existenz zu gründen. Deshalb dachte ich eigentlich auch, also mein Sinn ist so das Thema, was ganz oben steht. Habt ihr so irgendwie Erkenntnisse dafür? Gibt es das in dieser Langzeitstudie zu gucken, warum gab es damals noch kein Wort dafür? Gab es keine Zeit, das aufzuschreiben? Oder hat es tatsächlich nicht so stark stattgefunden? Also die Forschung dazu gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also einmal hat sich die Welt in den letzten 50 Jahren radikal verändert. Und der Begriff, der witzigerweise ist das US-Militär führend im Bereich Forschung, wo man sagt, ups, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Begriff, der dort geprägt wurde, ist VUCA. V-U-C-A für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Uneindeutigkeit. Und das heißt,
Früher war alles besser, okay, aber früher war etwas mehr Stabilität und Planbarkeit da. Also vor 50 Jahren beispielsweise war es ganz klar, da gab es den Westen und den Osten. So, die hatten alle Nuklearwaffen beispielsweise und die haben miteinander den Kalten Krieg ausgefochten. Heute gibt es nicht mehr zwei Nuklearmächte, heute gibt es 9 Nuklearmächte, von denen wir wissen. Das heißt, da ist aus einer Zweifrontensituation eine Vielfrontensituation mit veränderten Konstellationen entstanden. Das heißt, gesamtgesellschaftlich, wenn ich das jetzt runterbreche auf eine nationale oder auf ein Land, heute hat keiner mehr einen Beruf, den er von Anfang an, Berufseinstieg bis zu seinem Lebensende durchführt. Wir sind viel mobiler. Wir laufen heute rum mit den iPhones, als wären sie uns angewachsen. Dabei gab es sie vor 7 Jahren noch nicht. Ja? Und heute geht jeder aus dem Meeting raus und checkt als allererstes seine E-Mails, als wären wir das genetisch irgendwie hier so ein Chip drin. Ja? Aber vor 7 Jahren gab es das noch nicht. Und das ist verdammt wenig Zeit. Also das heißt, wir sind wir können diesen Wandel nicht so gut wahrnehmen, aber er passiert. Und wenn man den sich anschaut, Technologie, Gesellschaft, wie oft verändern sich Unternehmen? Oder wenn man sich die Statistik anschaut, die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in den letzten 50 Jahren, dann sieht man, dass das ist so eine Kurve. Ja? Das heißt, was das für Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, die auf Sicherheit aus sind, natürlich auch ein Stück weit bedeutet, das sind einfach viele, viele, viele Umwälzungen. Und früher haben Dinge länger gebraucht und durch die geringere Vernetzung sind auch Informationen weniger langsam gewandert. Und heute haben wir sozusagen unbegrenzte Möglichkeiten und uns fehlt die Kapazität oder die Kompetenz, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen. Nicht zu nutzen wäre iPhone ausschalten, E-Mails nicht lesen. Ja? Früher gab es das nicht. Wir können das aber heute alles machen. Und in der Psychologie gibt es den Begriff der Anpassungsstörung. Das bedeutet, wenn man aus einem Lebensumfeld in ein anderes übertritt, beispielsweise Single in die Ehe in die, oder Beruf in die Rente oder so, ja, genau. Oder dann wieder in Single. Also diese Anpassungsstörung, wo einfach alles nicht mehr so funktioniert. Und mir kommt das so vor wie so eine gesellschaftliche Anpassungsstörung, ja? Dass wir mit dieser neuen Rahmenbedingung irgendwie nicht klarkommen. Und das ist ich wollte gerade sagen, ich meine, ja, aus der Ehe ein Single, das ist anstrengend, aber aus einem, weiß ich nicht, hier Berlin 30er Jahre in der Nachkriegszeit, der Bruch ist härter, würde ich mal sagen. Ne? Und das hat man geschafft. Ja, ich glaube, das haben wir ja sehr viele geschafft. So anstrengend ja. E-Mail und solche belastend sind, vielleicht ist es das Schleichende, vielleicht ist es eben die Sinnhaftigkeit oder diese wirklich hohe Existenz, die ich natürlich nicht spüre, wenn ich ganz langsam, immer langsamer raufgehe und dann irgendwo. Und ich würde noch eine andere Metapher nehmen wollen. Wir sind die erste Generation, die wirklich mit Krieg so gut wie nichts zu tun hat. Wir hatten noch nie Hunger. Diese ganze Existenzsorgen. Genau. Und was passiert, wenn ich ein Kind aufwachsen lasse in einem sterilen Raum? Es entwickelt Allergien. Und Allergien sind Autoimmunerkrankungen. Also so, jetzt ist eine Metapher, ganz klar. Aber so ein bisschen, wir haben eben die Probleme im Außen gerade nicht. Und deswegen versuchen wir, so sind wir eben, wir sind auf Wachstum programmiert, wir versuchen unser Leben zu optimieren. Gerade die Kaste der Manager ist Lebenslauf-Optimierer. Ja? Und wenn die Möglichkeiten unendlich wachsen, dann habe ich auch mehr Stress, mir dieses Optimum zu suchen. Ja? Genau, das ist alles, stimme ich 100% zu. Um deine Frage noch zu erklären, wenn ich ständig das jetzt im Krieg, im Überlebenskampf bin, dann reduziert sich das Leben auf sehr einfache Tätigkeiten. Im Gegensatz eben zur Komplexität in der Konsum- und Nutzungsgesellschaft, wo wir sind, das ist der Preis. Es gibt auch Kulturforschungen, wo aufgezeigt haben, wenn Kulturen in geschlossenen Alpenteilen oder in Afrika so unter sich geblieben sind, ihre tradierten Rituale gelegt haben, die hatten Depression, war kein Phänomen. Viele sogenannte pathologische Krankheiten, die wir in der Zivilisationsgesellschaft haben, war kein Phänomen, gab es nicht. In dem Moment, wo das aufgebrochen wurde durch Entwicklungshilfe, sind plötzlich diese Phänomene aufgetreten. Die Maslow-Pyramide zeigt das ja wunderschön, oder? Wenn ich ständig in der Grundstufe bin, gar nicht in eine Selbstverwirklichung hinaufkommen kann mit all diesen Baumöglichkeiten, dann
ist das Fell. Fallen viele Einflüsse, wie er sie wunderschön darstellt, die fallen einfach mit. Mhm. Komplexität ist weg. Dann eure Hypothese, wird es zum Mega-Crash kommen, wäre unsere Generation in der Lage, sich von diesem Burnout zu befreien und so eine Existenz wieder aufbauen zu schaffen? Oder würdet ihr sagen, nee, mittlerweile schon so viele? Also es sind viele Faktoren, die da reinsteuern. Und das andere ist auch, wie gehen wir mit diesem Begriff Burnout um? Also wir sind ja eine sehr psychologisierte Gesellschaft. Also meine Kinder sind in der Pubertät und die erzählen mir schon, wie gestresst sie sind von ihren Hausaufgaben. Ja. Und dann, was ist da? Genau, was ist da schiefgelaufen? Ja, also das heißt, wir haben alle Stress, wir sind alle wahnsinnig gestresst und wir haben auch alle Burnout ständig sozusagen. Wenn man sich mal, ich habe mir mal die Statistik angeschaut, witzigerweise gibt es die nicht auf Knopfdruck, die muss man sich zusammenbauen. Ja? Wenn man sich mal anschaut, also die Burnout-Statistiken, die sehen ja immer so grandios aus. Ja? Markus sprach eben das Phänomen ICD-10 an. Um überhaupt eine Burnout-Statistik aufzustellen, muss ich auf die Klassifizierung der Ärzte nach ICD-10 zurückgreifen, die erst seit 1996 fakultativ und 2000 verpflichtend eingeführt wurde. Das heißt, es gibt überhaupt keine belastenden Zahlen von vor 2000. Das zweite ist, die Diagnose Burnout ist keine 100, also ist keine der verpflichtenden Diagnosen, sondern es ist eine Zusatzdiagnose. Also es gibt sie, aber sie ist verschlüsselt unter dem Faktor Z für Zusätzliches sozusagen. Das heißt, wie das Ganze entstanden ist, hat auch damit zu tun, was zahlt die Kasse, was muss ich als Arzt tun, um die Therapie bezahlt zu bekommen. Also das heißt, das Ganze ist inflationär durch das System und die Medien versuchen, ihre Auflage zu optimieren. Und je reißerischer die News, desto besser ist die Headline und desto mehr Klicks kriege ich auf Spiegel Online oder sonst irgendwas. Ja. So, und wenn man sich jetzt auch mal anschaut, was eine Wahrheit ist, also was schon statistisch belegbar ist, ist, dass die Anzahl der psychischen Störungen zunimmt. Und wenn man das sozusagen in Relation setzt, dann ist die Burnout-Kurve so etwas Kleines oben drauf. Ja, aber darunter ist eigentlich so das ganz so Depression, ne, dieses Thema. Also hier Abteilung F, die ganzen psychischen Störungen, das geht wirklich nach oben. Also da ist auf jeden Fall Substanz dahinter. Auch wenn die Burnout-Diskussion aufgeblasen ist von den Medien und ein bisschen unsachlich geführt wird. Aber liegt es nicht auch daran, dass wir es heute besser erkennen als vor 50 Jahren, dass wir heute ja ganz andere Möglichkeiten haben, Sachen zu erkennen, zu diagnostizieren, auf den Punkt zu bringen? Also, ja, das ist immer die Frage, warum hat man vor 50 Jahren das nicht gehabt? Hat man wahrscheinlich auch mal ein bisschen. Aber die Heike hat eine Wortmeldung, auf die ich gerne eingehen möchte. Ja, ich wollte eigentlich wundern, hat er das dann schon beantwortet, dass er gesagt hat, im Grunde genommen klar, das ist die Mann. Jetzt natürlich da ist und früher nicht da war, fordert natürlich dann auch ihren Preis oder kommen Dinge natürlich dann dazu, die es früher nicht so gegeben hat. Und letztendlich sagt man, ich weiß nicht, ob das Studien zugeben, dass es ja auch mehr im Westen so ist, in den entwickelten Staaten als in den Entwicklungsländern, wenn man das schon hat. Die kämpfen da gar nicht damit, mit diesem Problem, weil die ganz anderes Problem haben, weil die ganz viel weiter unten sind. Lass die sich vielleicht jetzt mal weiterentwickeln, wäre ja mal interessant. Und es kommt mehr wirtschaftlicher Wachstum und ja, und so eine Sättigung in vielen Bereichen, dann taucht auf einmal was anders auf. Das ist ja auch wie mit dem Teilarbeit als so ein Virus. Es gibt ja Viren, die werden bekämpft, die sind mit Impfungen gehen und boah, taucht ein ganz neuer auf. Völlig. Ja. Und, es gibt noch ein interessantes kulturelles Phänomen, aber wir sind geprägt von protestantischen Arbeitsethik, Bet und Arbeiten, wo ja diese Leistungsanforderungen bei uns schon kulturell genetisch programmiert ist, auch wenn wir keine fleißigen Kirchgänger sind, haben wir dieses, sage ich, gehen. Orthodoxe Kulturen haben das viel weniger. Und interessant ist ja auch, dass die Transformation, das ist so meine Interpretation, dass in den osteuropäischen Staaten, wo eher von der protestantischen Ethik geprägt waren, wie Tschechei, beispielsweise Slowakei, oder auch vom Katholizismus, wo er da auch sehr nah ist, dass sie die Transformation viel schneller geschafft haben als die Staaten, wo eher von der Orthodoxie geprägt waren. Und zum Teil heute noch daran üben, neben natürlich anderen Faktoren, die auch mit einfließen. Aber ich glaube, diese Arbeitsethik, die ist mit ein Grund dafür, ist, dass wir das Phänomen auch vom Alkoholismus haben. Ja. Katrin hatte sich gemeldet. Ich glaube nur, das passt. Ich wollte da eben noch mal drauf ansetzen auf Ninas Frage.
ich glaube einfach, dass man damals auch nicht so drüber gesprochen hat. Ja? Also da hat man das so hingenommen, in Kriegszeiten versucht, mit der Sache umzugehen. Und heute ist es, glaube ich, einfach so, da ist es ja fast schon, es ist natürlich sehr zugespitzt, aber fast schon schick, wenn man keinen Burnout hatte, dann ist man irgendwie out, weil das ist irgendwie ein Trend. Und ich glaube einfach, wenn man mal schaut in diese Generation, die Kriegserlebnisse hatte, mal zu gucken, wie resilient sind die heute, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich eher das Gegenteil, dass die wahrscheinlich eher mit Altersdepressionen zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja sogar eine Studie. Ah ja, gut, ja. Prima. Ina, noch ein Punkt zu dir. Ich sprach eben von gesellschaftlicher Anpassungsstörung. Das gibt es ja nicht zum ersten Mal. Also wir sind jetzt in einer Informationsgesellschaft, vorher waren wir in einer Dienstleistungsgesellschaft und der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Zu diesem Zeitpunkt tauchte ein Phänomen auf, das nennt man Neurasthenie. Das gibt es auch noch als Krankheitsbild. Und diese Neurasthenie wird heute witzigerweise gar nicht mehr diagnostiziert. Damals gab es die, damals kam die auf einmal auch. Das ist eine allgemeine Nervenschwäche, so aus 10.000 Fuß, dem Burnout nicht unähnlich. Und die wurde damals auf einmal, wurde die erfunden, das Ding ging sozusagen hoch, wurde diagnostiziert. Heute gibt es keine Diagnostik. Also das gibt es noch in ICD-10, aber es wird nicht mehr diagnostiziert, ist sozusagen out. Burnout ist sozusagen die nächste Welle. Also das heißt, Anpassungsstörungen machen etwas mit der Gesellschaft und mit den Menschen. Und je weniger ich sozusagen nicht nur um mein Broterwerb kümmern muss, sondern um mein ganzes Leben zu strukturieren, desto eher werde ich davon erfasst. Also ich glaube, das ist kein Phänomen der Neuzeit. Gerne zurück zum Thema. Wir haben noch 20 Minuten, die ich gerne nutzen möchte, Carsten. Also wie kann ich denn jetzt meine Resilienz oder die meines Coaches verbessern? Auf all diesen Ebenen wäre die Antwort. Also das heißt, es geht zu schauen, wie kann ich den Menschen, der vor mir sitzt, wie ist der sozusagen gestrickt, wie ist die Person gestrickt und wo kann ich da am ehesten ansetzen. Also etwas, ich denke, was in keinem Coaching fehlen sollte, wenn es um das Thema Resilienz geht, ist natürlich erstmal zu verstehen, worum geht es wirklich und was ist so, wie ist die Persönlichkeit gestrickt, was ist in der Biografie an Glaubenssätzen eingesammelt worden, die heute Antreiber sind. Also es unterscheidet sich nicht, also ein Coaching für mehr Resilienz unterscheidet sich nicht prinzipiell von einem generellen Coaching. Das Thema Haltung ist dort genauso wichtig wie in jedem anderen Coaching. Das Thema Ressourcen ist natürlich ganz besonders wichtig. Was vielleicht eine neue Dimension ist, ist dieses Thema, wie gehe ich mit der Hirn-Körper-Achse um? Also wie sorge ich dafür, dass eine verbesserte Körperwahrnehmung da ist? Das Thema Neuroimagination geht ja auch genau in diese Richtung. Wie steuere ich durch mentale Prozesse meinen Körper? Wie steuere ich meinen Stress? Wie nutze ich Sport? Aber beispielsweise könnte eine Coaching-Intervention sein, du gehst laufen, aber du gehst laufen ohne Uhr. Ja? Und du gehst laufen, ohne nachher allen zu schreiben, wie schnell du warst. Und du läufst einen Marathon, ohne dass es jemand weiß. So, also das wäre eine Intervention, wo das Thema Anerkennung beispielsweise nicht gefüttert wird, sondern wo es wirklich nur darum geht, rauszufinden, was bin ich eigentlich wirklich und welches Bedürfnis und nicht, was ist das, wofür ist das eine Ersatzbefriedigung. Häufig ist es, gerade wenn ich im Managementumfeld bin, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, da gibt es eben dieses Bild des, also in der Forschung wird das genannt, Insecure Overachiever, also eine tief empfundene Unsicherheit, die kompensiert und überkompensiert wird durch Leistungen, durch super Firmen, Namen, wo ich war, Ausbildung, Doktor und MBA und hast du nicht gesehen. Und all das ist halt ein sozusagen so eine Art Krücke, um eine Art Außenskelett zu bauen für das, was innen eigentlich nicht da ist. Und wenn ich mich so in Richtung Narzissmus bewege, also so ein bisschen, ich brauche diese Anerkennung von außen, um mich aufzurichten, und diese Anerkennung fällt auf einmal weg, wie Markus es beschrieben hat, also diese Gratifikationskrise, auf einmal wird das nicht mehr gesehen und ich bin sozusagen nur dieses Außenskelett, dann bröselt das auf einmal weg und innen drin ist nichts mehr. Also es geht wirklich darum, zu schauen, wer bist du, wenn dich keiner anschaut? Wer bist du, wenn du nicht den Managing Director-Titel hast? Warum bist du hier? Was ist dein Sinn? Was macht dich aus? Was macht dich wirklich aus im Kern als Mensch? Da geht es wirklich um philosophische Fragen, was macht dich zum Menschen und bist du nur wichtig, wenn du Chef bist? Wir hatten in unserem direkten Umfeld einen Fall, wo jemand in die Rente gegangen ist und hat binnen jahresfristig das Leben genommen, weil der Sinn komplett weggefallen war. Und dann kommen noch andere Lebenskrisen dazu und auf einmal
bin ich so weit, dass ich mir das Leben nehme. Ja. Mhm. Identität, ja. Beruf definieren, ja. Dann haben wir gleich das Problem. Und wenn man sich anschaut, ich habe ein Buch dazu geschrieben zum Thema Resilienz, also Resilienz in der Unternehmensführung, wo es genau um dieses Thema Manager geht. Ein Thema, was in der öffentlichen Wahrnehmung regelmäßig ausgeblendet wird, ist das Thema Suizidalität bei Top-Managern. Das wird immer mal einzeln berichtet. Jetzt in der Schweiz hat es massiert, deswegen kam das irgendwie hoch mit dem Carsten Schlotter. Aber ich habe mal einfach mal gegraben, so die letzten 5-6 Jahre im westeuropäischen Raum. Das ist erstaunlich, was da für eine lange Liste zusammenkommt. Und das sind ja nur die veröffentlichten Fälle und die meisten Unternehmen werden ja Tod und Teufel tun, das zu veröffentlichen. Also da gibt es eine große Dunkelziffer von Menschen, die nach außen hin super aussehen, super fit sind, super Lebensläufe, super Ausbildung. Also Carsten Schlote, der CFO von Zurich Financials, ist ein super Beispiel. Hervorragender Lebenslauf, 1A, wie man sich das träumt als Manager. Aber hat sich 2009 von seiner Familie getrennt, hat getrennt gelebt. Wir wissen die Motivkonstellation nicht, aber ich nehme mal an, als Vater wird man die Kinder vermissen. Also ist bei mir zumindest so. Und die Familie vermissen und irgendwann ist dann eben diese Leere da und dann hat der Verwaltungsratschef gewechselt. Da war eben genau diese Situation, vorher toll, jetzt auf einmal kriselt es und dann führt es zu solchen extremen Situationen. Und da gab es schon im Nachhinein, wenn man es dann weiß und man liest sich die Interviews durch, dann merkt man schon so die ersten Aussagen von Verzweiflung, von Hilferuf, aber ja, wer kann einem CEO schon sagen, geh mal zum Therapeuten? Und es ist ja, Therapeut und Coach hat immer noch nicht die Normalität, ich meine, das ist schon ganz anders als vor 5 Jahren, also heute ist Coaching nicht mehr so schlimm, aber als ich angefangen habe, eine Business-Coach-Ausbildung zu machen, da war Coach, brauche ich nicht, also bei mir ist alles in Ordnung zum Coach, die kennen nur, wenn ich was habe. Ja, weil es auch kein geschützter Begriff ist, das ist natürlich immer so. Ne? Genau. Aber nochmal zum Thema Resilienzförderung. Auch da wieder, was ist denn, wo kann man denn was lernen? Wo gibt es denn wirklich auch Studien, wo kann man also nicht nur vom Hören sagen? Und da ist witzigerweise, vielleicht gar nicht so witzig, aber bizarrerweise wieder die US Army ein Riesenbeispiel. Und zwar die US Army, ich habe mich mal mit den Zahlen beschäftigt, die US Army hat 1 Million Mitarbeiter. Davon sind 500.000 Soldaten. 500.000 Soldaten liegt daran, dass die USA seit 2001 permanent im Krieg sind. Und wir natürlich auch irgendwie mit dabei, aber die an vorderster Front. Wenn man sich die Statistik anschaut, Anzahl der Suizide innerhalb der US Army, dann ist das eine stetig steigende Kurve über die Jahre. Sodass vor ein paar Jahren, 2009, gesagt wurde, okay, das kann so nicht weitergehen, wir müssen da was tun. Wir müssen in die Resilienz der Truppe investieren. Und damals wurde das größte Resilienzprogramm der Geschichte der Menschheit, wenn man es mal groß aufblasen will, in die Wege geleitet, mit einem Budget von 140 Millionen US-Dollar. Und was dort passiert ist, es wurde da wieder diese Denke von Martin Seligmann, positive Psychologie, es wurde ein Programm aufgelegt, in dem, also das heißt Comprehensive Soldier Fitness, wo es eben genau darum geht, diese, also körperliche Fitness, klar, psychologische Fitness, aber auch spirituelle Fitness und Family Fitness, also dass die Familie sozusagen hinter dem Soldat steht, wenn er dann im Irak, in Afghanistan für sein Land kämpft, dass dort sozusagen aufgefangen wird. Und die Statistik ist eigentlich relativ traurig, denn letztes Jahr war das erste Jahr in der Geschichte, in der mehr Menschen in der US Army sich selbst das Leben genommen haben, als die von Feinden erschossen wurden. Ja, also das ist schon, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, da ist schon ein Problem da. Und von daher auch ein großer Handlungsdruck, da was zu machen. Und das ist das weltweit größte Resilienzförderprogramm, was natürlich mit einer Zielgruppe von 1 Million Teilnehmern wirklich keine triviale Aufgabe ist. Und dort werden sozusagen Master Resilience Trainer ausgebildet in 10 Tagen, die dann in die Truppen gehen und die dann also freigestellt worden sind von den Truppen und dann dort vor Ort als Counselor da sind, weitere Schulungen geben, es gibt Online-Ressourcen, also das Thema ist absolut da und wird auch in der Industrie immer mehr kommen.
Und ich denke aber, was ein Problem ist, gerade für die Klientel Führungskräfte, es kommt sehr stark aus dem Bereich betriebliches Gesundheitswesen, Stressmanagement, und das ist wie Teufel und Weihwasser für Manager. Das funktioniert einfach gar nicht. Deswegen ist unser Ansatz auch, Resilienz zu verpacken als Führungsdisziplin, Selbstführung. Ich kann mich nur selbst führen, wenn ich andere führen will, das Herrhausen-Zitat, und deswegen über diese Achse auf die Manager zuzugehen. Also da ist, glaube ich, die Sprache und die Ansprache ganz wichtig, weil sonst eben die Stigmatisierung, wie du eben auch sagtest, absolut gegeben ist, und dann gehe ich lieber nicht dahin. Wow, ich würde Markus gerne wieder in diese Runde rufen und zum Abschluss euch einfach auch nochmal die Möglichkeit zu geben, unseren Mitstreitern hier ein paar Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Thema Resilienz, war es aufklärend? Bitte, Markus. Meine Bitte an Carsten. Ich habe wahrgenommen, dass du einiges an Dingen recherchiert hast, auf Literatur, Studien etc. zugegriffen hast. Persönlich fände ich es sehr hilfreich, wenn du 2, 3 Literaturtipps zu diesem Thema geben könntest und da Wege uns aufzeigst, wo man sich selbst nochmal befassen kann. Ja. Also einen Literaturtipp habe ich auf jeden Fall. Einfach mal gerne vertreiben. Genau. Ja. Das ist ein eigenes Buch. Ja. Wunderbar, wunderbar. Also das können wir auch in das also zupacken zu dem Material, das wir euch jetzt zur Verfügung stellen, also eine Art Konferenzhistorie über die Fotoprotokolle von gestern. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht von Steffen, ein paar lustige Situationen von uns im Roten Tuch und sowas. Und dann gerne auch noch weitere Inhalte. Ich habe auch schon überlegt, diese ICD-10-Themen kann ich eigentlich auch mal rausholen und euch da reinpacken. Und dann natürlich Literatur zu dem Burnout-Thema. Angriff dann letztlich dort so Sinn oder auch militär. Es ist ja dann so, psychologisch, therapeutisch und menschheitsgeschichtlich hat man ja unheimlich vom Militär gelernt. Will der andere Denkebene noch hineinbringen? Und zwar also so gesellschaftskritisch oder vielleicht auch kapitalismuskritisch. Natürlich, wir sind ja als Coaches immer Gesellschaft und Kapitalismus, und wir gucken, dass wir die Firmen in ihrem Tun am Laufen halten. Und da sozusagen jetzt machen wir die Leute das älter, damit sie das, was sie tun, weitermachen. Im Militär machen wir, also nicht wir jetzt, sondern gibt es tolle Programme, um das Militär erfolgreich zu machen. Kann man natürlich so machen. Eine andere Ebene, jetzt mal systemisch betrachtet, die Erkenntnis, dass wir ja nicht unbedingt teilen, wenn wir ein Einzelteil versuchen zu reparieren. Vielleicht liegt die Heilung auch in einem anderen System. Und manchmal ist es vielleicht für einzelne Manager, auch gesellschaftspolitisch gesehen, durchaus sinnvoll, wenn man zu jemandem sagt, weißt du was, du bist wirklich im Scheißladen. Verlass ihn oder guck, dass die Firma den Bankrott ergeht. Also, wo zu viel auf Konsumismus gesteuert ist und auf ich will mehr verkaufen und mehr in den Markt hineindrücken, damit wir noch mehr absorben können, könnte es durchaus auch kontraproduktiv sein, mit der Denke, wir gucken, die Menschen resilient ist, um den Sinn zu geben, damit sie das darüber liegende Sinnlose weitermachen. Absolut, ja? Kann ich mir bestätigen. Ja. Das ist auch das, was ich eingangs meinte. Also es gibt einen Unterschied zwischen der individuellen Resilienz und der systemischen Resilienz oder organisationalen Resilienz. Und ich habe das so den Begriff Resilienzfeld geprägt, also in welchem Feld bewege ich mich quasi. Ist das ein Feld, und ich glaube, das ist auch die Krise des Bankensektors, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich kenne sehr viele Banker, die sagen, ich bin eigentlich wegen was ganz anderem in die Bank gegangen, als das, was ich jetzt machen muss. Ich wollte wirklich Leuten helfen, ich habe ein hohes Sicherheitsmotiv, und jetzt werde ich eigentlich daran gemessen, wie sehr ich Finanzprodukte verkaufe, von denen ich weiß, dass die Leute die brauchen. Und das hat bei vielen eine ganz große Sinnkrise verursacht und auch viele Burnouts. Die Deutsche Bank hat angestellte Psychologen, die genau dieses wieder hindoktern, Pflaster drauf, weiter an die Front sozusagen. Ja. Also das kann nicht funktionieren. Also unsere Aufgabe, glaube ich, als Coach ist wirklich dieses Thema Sinn dann auch wirklich zu adressieren und zu sagen,
da gibt es deine Werte, da gibt es die Werte, die dein Unternehmen lebt. Solange das nicht, sagen wir mal, 70% passt, es passt wahrscheinlich nie 100%, aber solange das nicht 70% passt, dann ist da immer ein Energieabfluss. Mit dem muss man umgehen. Das heißt nicht, dass es nicht geht, ja? Aber es ist ein Energieabfluss und der muss gemanagt werden und der kann einen auch dran machen. Andere Fragen, Kommentare, Beispiele? Eine Frage an den Heinz zunächst erstmal. Gibt es biologischen unterscheidbaren Prozess zwischen einem Burnout und einem Bore-out? Ich habe das nicht akustisch verstanden. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Burnout und einem Bore-out? Nee, die Phänomene sind genau gleich. Okay. Genau. Deswegen stelle ich mir halt auch die Frage, wenn ich Lebensmotive habe, die ich nicht erfüllt finde, strebe ich in einen Burnout oder in einen Walkout? Das kann mich auch irgendwann zu Tode langweilen, wenn ich an irgendwelchen Zielen hinterherlaufen soll, die gar nicht meine sind. Deswegen, wo finde ich vielleicht im Coaching den Ansatz an der Meinung? Da kann ich was tun. Also ich habe das selber mal erlebt. Ich war, noch bevor ich selbstständig geworden bin, war ich in einer kantonalen Verwaltung tätig und hatte dort einen Vorgesetzten, wo ich wirklich gemerkt habe, der hat so Micromanagement gemacht. Mikromanagement. Mhm. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht ertrage. Und das hat dazu geführt, dass was im Kontrollfreak, dass meine Leistung ist dramatisch heruntergefallen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss gehen, sonst falle ich in ein Burnout. Ich halte es nicht mehr aus. Es hat mich nicht mehr interessiert. Und das theoretische Modell dahinter hat Professor Heike Bruch von der Universität St. Gallen geliefert. Organisationale Energie, sehr, sehr spannend. Hat zwei Dimensionen. Die eine ist die Dimension Intensität, also wie schnell dreht sich ein Unternehmen, mit welcher Intensität. Und die andere Achse ist Qualität. Wie ist das Betriebsklima? Und die Kombination aus beiden erklärt genau das Phänomen Burnout. Da bin ich eben in einem Bereich, ich habe eine hohe Drehzahl, aber die Qualität stimmt nicht so richtig. Also das Betriebsklima ist schlecht. Das nennt sich korrosive Energie. Also es ist irgendwie wie Rost, wie Lochfraß, der Resilienzkapazität quasi abbaut und die Leute in den Burnout treibt. Und das andere, das ist so diese niedrige Intensität, wenn ich so in so einer Lähmung bin. Ne? Also es geht nichts voran. Wir warten auf die nächste Werksschließung. Hast du schon gehört, die nächste Abbauwelle kommt und wen werden sie wohl diesmal nehmen? Es geht nichts nach vorne, es ist keine Aufbruchstimmung und ich weiß aber auch nicht, wo ich mich bewegen kann. Ich kann das nicht selber steuern. Und also das ist so ein Modell, was das eigentlich sehr gut beschreibt. Nina, letzte Frage bitte. Mir ist den Reizprofil einschätzen. Gibt es das typische Reizprofil, wo eine Burnout-Neigung zu ist? Die wir ja verschieden durchgesprochen haben, noch eine Idee gekommen, dass es vielleicht gar nicht darauf ankommt, wie die Ziele ausgeprägt sind, sondern wir noch mehr den Blick drauf haben müssen, wie läuft das Rückmeldegespräch. Also gibt es eine Art von Rückmeldegespräch, wo ich merke, der ist total mit seinen Motiven konform und liebt die und schätzt die und kennt die und vertraut denen, oder merke ich halt so einen Widerstand gegen diese Motive an. Also jemand, der das gar nicht akzeptieren möchte. Typisch kann ich aber die Manager, die das große Machtmotiv haben. Also die ganze Zeit versuchen, gegen anzugehen, das will ich eigentlich gar nicht. Und dass man vielleicht gar nicht so sehr den Blick drauf haben muss, wie sieht die Seite 6 aus, sondern wie läuft nachher das Gespräch. Ja, und es ist soziale Erwünschtheit, dass er sagt, ihr ausgeprägten Status ist ja nicht gut, Rachekampf ist ja gar nicht gut, weil es ist ja nicht sozial erwünscht. Na, also woher kommt der Widerstand gegen meine Eigenheit? Jeder muss teamorientiert sein. Jetzt steht da halt teamorientiert minus 2-0, oh Gott, was für ein Schock. Also da noch mehr drauf zu gucken, wie geht er mit dem Ergebnis um? Gar nicht, was steht da auf der Seite? Das Thema Selbstakzeptanz ist da wichtig. Also da haben wir dann einen Widerspruch zwischen dem eigentlichen Bedürfnissen und Motiven und den, nenne ich es mal, Glaubenssätzen oder den Bewertungen dessen, was heutzutage in ist oder was man glaubt von sich erwartet wird. Also auch wieder eine mangelnde Passung. Allerletzte Frage, Frank. Ja, ich will nur noch mal checken, weil ich bei Skola Med gehört habe, dass es genauso unter Arbeitslosen Burnout gibt. Das heißt, die Leute, die unterfordert sind, geraten auch in Burnout. Und wir haben jetzt mehr immer auf die Leistungsträger der Gesellschaft geguckt. Es gibt also auch, wir haben auch Profile.
Und das zeigt wieder mal, dass es von den Umständen abhängt, in denen man lebt. Dann ist das wirklich nur. Ja, es ist dieses Thema mangelnde, also so ein Kontrollverlust. Ich kann mein Leben nicht beeinflussen. Also wenn ich gerne aktiv sein wollen würde, kann ich es aber nicht, weil die Umstände das nicht ergeben. Oder ich habe das Gefühl, dass das Kernbedürfnisse von mir nicht bedient werden. Ich kriege auch keine soziale Akzeptanz, Anerkennung beispielsweise. Ich kann meinen Ehrgeiz nicht ausleben, obwohl ich mich anstrenge, einen Job zu kriegen, Möglichkeiten. Also da auch kann auch natürlich ein großes Maß an Kontrollverlust sein. Das nicht, also keinen Sinn zu sehen in der Arbeitsmöglichkeit. Und dann kommt natürlich eine Spirale, die ich dann auch runterziehe, bis zu dem Punkt, wo du auch gar keine Lust mehr hast, dich zu bewerben und solche Dinge. Sinn, das ist ja die Sinnlosigkeit. Mich braucht keiner, ich will keiner, ich habe keinen Sinn, ich habe keine Daseinsberechtigung. Deswegen waren die 40% für mich so erschreckend, weil es läuft oft auf Sinn raus. Ja, ja. Aber gut.